Hey Freunde, willkommen aus Anaheim, Kalifornien. Heute nehme ich euch mal mit dem Video zur MineCon 2016 und ich werde einfach mal so ein wenig meine Eindrücke, was ich hier so erlebe, denke ich mal in das Video reinschneiden. Auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal mein Ticket einlösen. Hier ist auf jeden Fall eine coole Fotowand für jeden, der möchte. Jetzt heißt es aber erstmal Ticket einlösen, Überraschungstüte abholen, die gibt es ja immer zum MineCon, und gucken, was es dann da so Schönes drin gibt. Also wie gesagt, ich nehme euch einfach mal mit. So Freunde, heute geht es an MineCon und deswegen auch eine neue Roomtour vom Hotel. Oh, ich muss klopfen. ja, willkommen hier im Zimmer, Mini-Roomtour. Wir haben hier zwei wunderschöne große Betten und hier ist der Ausblick aus dem Hotelzimmer heraus. Da drüben, weil ich kann den Vorhang hier auch mal wegmachen, braucht ja keiner. Ja, dann braucht ja keiner. So, da drüben, stell dich scharf, Kamera, bitte. Da ist Disneyland und ja, ansonsten ist das jetzt hier nicht der Monster-Ausblick. Guckt euch diesen Poolbereich an. Guckt ihn euch an, ist das nicht geil? Direkt eine Arschbombe hier runter. Warum nicht, warum nicht? So. Aber es gibt natürlich auch noch einen Badezimmerbereich. Denn unten Spiegel. Dann gehe ich direkt mal so rangezoomt hier vorbei. Und wir haben hier unglaublicherweise eine Dusche. Wow! Eine Toilette. Uiuiui. Und halt noch ein Waschbecken. Ja, klein aber fein muss es sein. Thank you. Und wieder eine Etappe geschafft. Nach ein paar Schlangen sind wir jetzt hier bei der Open Ceremony angekommen. Es geht bald los. Alles ist hier ziemlich groß, wie man sieht. Auch mega voll. Also ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass so viele hierher kommen. Das ist echt überwältigend. Und ich bin gespannt, was uns gleich hier erwarten wird als Eröffnung von der MineCon 2016 hier in Kalifornien. Und wie man auch sieht, die Farben sind alle so ein wenig mehr auf Enderman eingestellt. Also MineCon Cape Enderman mäßig. Und auch diese lila Farben werden hier immer und immer wieder und überall verwendet. Richtig geil aber irgendwie. Also das baut so eine gewisse Atmosphäre auf, die mir richtig gefällt. Oh, er hat ein dickes Schwert. Und die da vorne haben ein bisschen größere Kameras als ich. Alle gehen hier mega drauf ab. Jetzt geht's aber ab, komm. Mega heftig einfach, diese Atmosphäre hier drin. Richtig geil, überall Minecraft-Freunde. Jetzt auch mittlerweile den Beutel und ich packe mal aus, was sich da drin so befindet. Uiuiui, richtig, richtig viel. Hier haben wir zum einen, ich gucke direkt mal, den Plan mit allen MineCon-Fakten. Dann ein, und zwar ein Plakat, das gucken wir uns gleich mal an. Hier haben wir nochmal so einen Plan, okay. Hier nochmal so ein Bändchen, okay. Hier, es gibt einfach mal einen Bauplan, es gibt einfach mal einen Bauplan für eine Burg. Dann hier noch so ein Moment, ein Kürbis ist da mit drin. So ein, ja, so ein kleines Kürbis, so ein Kürbiskopf. Dann eine Enderman-Figur. Moment, das muss ich mal eben aufmachen. Hier ist auf jeden Fall das Plakat. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr nett. Das kommt natürlich, kriegt einen Ehrenplatz bei mir im Zimmer. Oh, hier sogar eine Diamantenspitzhacke ist mit dabei. Und ein Sticker für einen Kühlschrank. Ja, so, und jetzt nur noch mal gucken, was in der Verpackung drin ist. So, ich denke mal ein Enderman, so wie es aussieht. Moment, ich... ist alles ein wenig da. Da ist es auch schon. Da ist es auch schon. Ja, gleich haben wir es, Leute. Gleich haben wir es. Ein Enderman-Schlüsselanhänger. Stell dich scharf. Ich muss ihn mal umdrehen. Oh ja. Boah, der wirkt, den mache ich mir auf jeden Fall an jeden Schlüssel ran.
Heftig, heftig. Ja, das ist auf jeden Fall der ganze Inhalt von dieser Tüte. Auf jeden Fall ganz nett. Freunde, ich werde euch jetzt einfach immer nacheinander ein paar der vorgestellten Features vorstellen, die ich richtig interessant finde. Die werden hier immer mit so einem kurzen Clip vorgestellt. Und ich werde euch die einfach mal hier reinschneiden. Ich muss da nicht immer dazu was sagen. Die Erklärvideos sind schon, glaube ich, wirklich viel aussagend und selbsterklärend. Boah, guckt euch mal diese riesen Villa im Wald an. Oh. Oh. Alter Leute, hört mal auf. Uiuiui. Alter, Leute. Sind das da Mini-Creeper, die aus dem Boden kommen, oder was? Das sind ja die Überbosse. Der Axtmann hier. Endlich neue Mobs. Lamas in Minecraft? Was? Yes! Ew. Lamas! I get the lava song! Wait, please tell me! We can ride lamas! Man kann die reiten! There's a llama! Das sieht ja richtig gut aus! Das Grüne nehme ich. Die klingen ja niedlich. Was? Jo, geil. Alter, Leute, guckt euch das mal an, hier tropft es von der Decke runter. Und das Ding ist, hier ist es schon richtig nass. Ich bin da gerade so verschlafen, weil ich bin einfach durchgelaufen. Und jetzt, wenn man hier fühlt, die Decke, boah, nee, ey, die kommt schon so ein wenig runter. Und da sieht man da auch, glaube ich, die Wölbung. Alter Falter. Wenn das hier zusammenbricht, hier ist noch eine Stelle. Und hier wird es auch schon überall richtig braun. Die Decke, die kommt richtig runter. Oh, nee. Kostümwettbewerb. Wie cool ist das denn?
Die Minecon 2016 ist vorbei. Alle verlassen den Riesensaal. Es war ein richtig cooles Event, hat richtig Spaß gemacht. Die zwei Tage gingen auf jeden Fall viel zu schnell vorbei. Ich bin noch für ein paar Tage länger in den USA. Ich werde die ganzen Videoaufnahmen, die ich da noch sammle, in kommenden G-Logs mit einbauen. Vielen Dank fürs Zuschauen vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.